So, Sportfreunde, im Studio angekommen. Und jetzt kann ich ja mal verraten, wer da ist. Die Frau Miracle-Bär, ne? Der Urs Polacko-Kaliszynski. Ich bin ganz froh, dass ich den jungen Mann mal an meiner Seite habe, Urs. Freut mich, dass ich da sein darf, dass du mich mal eingeladen hast. Ja. Habe ich mir erarbeitet, jetzt bin ich da. Und, ja. Ja. Ihr wisst ja, ich mache nicht mit jedem hier YouTube-Videos, nicht weil ich nicht jeden mag, sondern weil mir einfach die Leute oft zu anstrengend sind. Und beim Urs weiß ich, dass er ähnlich wie ich in jungen Jahren so ähnlich tickt, dass er das Ganze sehr, sehr professionell macht, sehr professionell zieht und auch immer sehr, sehr demütig ist mit dem, was er bis jetzt erreicht hat und was er noch erreichen wird in seiner Klasse, ne? Was wir heute gemacht haben oder machen werden. Urs war schon einkaufen, ne? Ja. Urs war schon, hat sein Fressen eingekauft, ich habe mein Fressen eingekauft. Das wollen wir nachher mal zusammenschmeißen. Und ich finde die Geschichte dahinter ganz gut, dass man mal sieht, ehemaliger fetter Bodybuilder und jetzt Top-Athlet. Aufschreibender fetter Bodybuilder. Ja, guck mal, der Hund hat 115 Kilo. So sieht ein Classic Bodybuilder aus. Ne? Ich habe schon mit Markus vor der Tür geredet. So. Mal gucken, in welcher Richtung. Ja, sag mal, wie schwer du bist. Ja? Ja, jetzt hier, guck mal. Auf, Waage, geh mal mit. Aber jetzt ist 120. 120? Die anabole Luft in Darmstadt hier. Fette Sau, ich hab schon gesagt, die lässt mich einfach so wachsen. Fettsack. 120 Kilo, wie schwer darfst du sagen? 101. 101, ja. Jetzt wollen wir nicht so viel, weil wir wollen ja nachher noch Quatsch, jetzt wollen wir erstmal trainieren. Mhm. Willst du ins Bodybuilding gehen oder nicht? Meine Frau hier sitzt auch daneben. Ich habe mal auf ihre Reaktion gewartet. Ja, mach ruhig. Ja, mach ruhig. Die beißt nicht. Nee, aber das ist immer so eine schwierige Frage. Nee. Es ist so. Finde ich ein sehr interessantes Thema, wie weit die Frau da mitgeht. Vor allem habe ich ich war jetzt letzte Woche mit dem Dennis, der war hier in Deutschland, habe mit dem ja auch was aufgenommen, habe mit dem auch so ein Interview gehabt. Und der hat auch gesagt, er weiß selber nicht, ob er vielleicht auch Classic gemacht hätte damals, wenn es gegeben hätte. Die Frage stellt sich ja oft nicht. Hatte der Dennis überhaupt die Veranlagung, mit dieser Muskelmasse so auszusehen, mit dem Gewichtslimit, um beim Classic Bodybuilding überhaupt Fuß zu fassen? Das ist die Frage. Aber wenn ich jetzt deine, ich meine, ich kenne ja deine Story beim Bachgau Cup zum Beispiel. Ja, ja, ja. Da hattest du auch noch die Linie von dem Classic Bodybuilding. Das war ein anderer Muskel. Weißt du, was ich meine? Ich und da denke ich mir auch oft, was wäre ein Markus Suhl gewesen, hätte er vielleicht dann noch 1-2 Kilo gehabt und nicht wieder bei Night of Champions. 2 Jahre später. Die Frage ist nur, Vollgas. Was hätte ich machen sollen, um nicht weiter zuzunehmen? Was machst du jetzt? Ja. So, jetzt trainierst du, jetzt frisst du. Willkommen. Ah ja, was willst du jetzt machen? Ja. Aufhören? Nee. Push-Pull-Beine machen nur noch 3-mal die Woche und dann nichts mehr machen? Ja, ich mache Beine tatsächlich jetzt alle 14 Tage. Ah ja, siehst du, da fängt es schon an. Das heißt, du limitierst eigentlich deine Möglichkeiten, wo du die Chance hättest, eigentlich ein Schwergewichtsbodybuilder eigentlich zu gehen. Eigentlich schon, aber du weißt halt selber, die Leute wissen es auch, ich bräuchte halt dann jetzt nochmal 5, 6, 7 Jahre Vollgas, bis ich da oben jetzt mal mitspielen kann. Guck dir einen Rami an, guck dir einen Walker an und so. Ja. Das sind alles Freaks. Ich meine, wollen wir mal die Frau mit rein? Warum bist du dagegen? Da rutscht schon ein bisschen zusammen. Komm Schatzi, auf. Markus beißt nicht. Kennst du mich doch mittlerweile. Ja. Hey. Ja? Ich hab doch mehr geschwätzt als Kuschelbär. Warum bist du dagegen? Ja, guck mal, er ist ja jetzt schon echt teilweise bewegungsunfähig. So, ich muss seine Socken ausziehen. Nur also du meinst, das Leben ist schwierig damit? Ja, ich habe gar keinen Bock, dass er noch mehr so eingeschränkt ist in seinem Leben. Das verstehe ich, ja. Also das Leben mit einem Bodybuilder ist da schon schwer. Mit einem Schwergewichtsbodybuilder ist es noch komplizierter, das weiß ich. Also ich habe, guck mal, ich habe jetzt, wir sind fast gleich groß, ne? Ja. Ich habe 150 Kilo gewogen. Echt mal. Und dann das ganze Essen, also dieses Meal-Timing dann und so. Ja, aber ich glaube, das wird mit 150 Kilo genauso kompliziert wie mit 115. Also das ist kein Unterschied. Die Menge und die Professionalität ist dieselbe. Es ist nur drum, das Ganze drumherum wird halt komplizierter. Die Gesundheitsschiene, die Gewichte. Und ich meine, ich finde es ja geil so im Endeffekt. Weißt du, ich stehe auf den Scheiß so. Aber ich finde es dann immer, es tut mir dann leid, wenn sie mich leiden sieht. Weißt du, was ich meine? Ja, leidest du? Nee, ich finde es ja geil. Ich sag ja, für mich ist das übergeil. Und ja, scheiß drauf, wenn ich die Socken nicht anziehen kann. Und jetzt, irgendwie geht's schon. Aber jetzt, ich sehe sie dann und sie denkt sich, ja, okay, wohin noch mit dem Mann? Das eigentliche Problem siehst du jetzt aber so. Achtung, jetzt ist das ein Geschäft. Er ist seine Firma. Das ist sein Kommerz, den er aufbaut. Und jetzt bin ich mal ganz blöd. Wie viel Geld kannst du verdienen damit,
und wie viel Geld könntest du verdienen als Schwergewichtsbodybuilder. Und das wäre die einzige Entscheidung, die ich zähle. Also ich würde gerne zählen Lebensumstände oder sonst was, sondern einfach, das ist ein Fenster, jetzt bist du noch saujung, das kannst du jetzt 15 Jahre fahren. In 15 Jahren musst du maximales Kapital erwirtschaften mit deinem Körper. Mhm. Wo ist es möglich? In dem, wo du jetzt bist oder in dem, wo du sein könntest? Und danach würde ich die Entscheidung treffen, ohne Scheiß. Ich würde es nur nach dem Kommerz machen. Und darum geht's. Es ist nicht mehr, weniger gesund wie jetzt, wie nachher, wie sonst was. Das gehört alles dazu. Also ich finde, solange es eine Klasse ja noch gar nicht ausfüllt, weiß man ja auch gar nicht, wie weit der. Ja, aber guck mal, der hat jetzt 150 Kilo, der ist noch sehr gut in Form. Noch 2 Jahre, der ist vorbei. Was soll er dann machen? Aber kann ja sein, letztes Jahr war sein bestes Jahr und dann heißt es aber ja der auch hat nicht, jetzt dass seine Bodybuilding-Klasse besser ist. So. Aber ja, aber er ist ja jetzt schon am Limit mit dem, was er machen könnte. Was, wie gesagt, was sollst du machen? Das Auto könnte viel schneller fahren, wie es jetzt fährt. Was soll er jetzt machen? Aufhören zu tanken? Ja, aber die Frage ist ja, ob er dann so aussieht wie die Schwergewichtsbodybuilder. Das ist das Ding. So wie Reims, weil er immer so auf den letzten Platz geht. Ja, das bestimmt nicht. Ich meine, ein Genet hat im Leichten ein genetisches Potenzial, wie im Schweren ein genetisches Potenzial. Das ist halt die Frage, was ich als Athlet mir auch stelle. So, hey, wie wäre es denn jetzt in der offenen Klasse? Ich stelle mir halt die Frage, du bist einfach zu jung. Was sollst du denn in 5 Jahren machen? Du hast ja noch 10, 12, 15 Jahre Karriere vor dir. Fußball spielen. Ey, was sollst du jetzt machen? Aufhören? Nee, also das ist ja, darüber mache ich mir auch meine Gedanken. Ich würde ja lügen, wäre es nicht so, aber... Ja. Weil jetzt stell dir vor, jetzt hast du ein gewisses Kalorien, du kannst immer mal hochgehen und so weiter. Dein Körper tut das ja auch dir danken mit Leistung und Optik. Wenn du jetzt aber deinen Körper so einschränken müsstest, dass du permanent ins Defizit gehst, um nicht mehr Muskeln aufzubauen. Ja, klar. Wie soll es gehen, weißt du? Ja. Die Leistung wird ja immer schwerer zu bringen, weil er auf Verzicht trainieren müsste, wie das. Ne? Das heißt, die Blume, die jetzt schön blüht, kannst du nicht mehr gießen. So. Solange die Blumen blüht, mit wenigen, mit was wir sie gießen. Wie viel hast du jetzt zugenommen in 2 Jahren? Also beim Dennis James 2019 hatte ich 89 Kilo Bühnengewicht und jetzt bei der Arnolds hatte ich 97. So, also jetzt durch mal 2 Jahre zu addieren. 4 Kilo. Ja, 2 Jahre nochmal 10 Kilo. Dann ist er, wie alt bist du jetzt? 21, 20? 24. 24, er wird 26. Und dann soll er aufhören. Nee, aber er kann ja erstmal in seiner Klasse den Titel gewinnen und dann können wir darüber reden. Er kann aber nicht mehr. Ich find's grad so geil. Er kann aber nicht mehr ans Limit gehen. Nee, ich bin nur pro und Markus kontra. Ich bin mit einer Frau am Reden. Ja, mach ich gern. Das gab's noch nie bei dir auf dem YouTube-Kanal. Mach ich gern. Ich stelle mir immer die Frage, inwieweit kann der Körper noch leistungsfähig sein, wenn du nicht mehr an dein Limit gehen kannst? Mit Ja, aber noch kann er es ja. Also darüber kann man sich ja in den nächsten 2, 3 Jahren dann... Die Zeit rennt. Und wenn der Hund weiter so aufbaut, wie er aufbaut, ist der in einem Jahr fertig. Du kochst einfach zu gut, Schatz. Ja, das will ich dir sagen. Dann musst du weniger kochen und weniger einkaufen. Ja. Guck mal, Schatz, das sind 200 Gramm, kosten nur 100. Ja. Und mich mal zum Einkaufen gehen lassen. Ich verstehe dich voll und ganz. Ich verstehe deine Ängste und ich bin vollkommen bei dir, weil der Sport hat immer Pro und Contra. Aber... Ich glaube, leistungsfähig wäre er noch. Und wobei das hingeht. Ich denke mir nur geile Muskeln. Das wäre immer die Frage. Ne? Und ich sehe ihn ja auch nicht. Und ich glaube, alle Classic Bodybuilder, auch ein Chris Bumstead, wäre gerne mal bereit zu sagen, was wäre denn, wenn ich mal Vollgas geben würde. Guck mal, das siehst du doch am Flex Lewis, der sich immer in die Klasse reinhungern muss. Ja, musste. Das wäre brutal. Der Flex hat immer zu mir gesagt, der muss immer 6 bis 7 Kilo Muskeln verlieren, damit er überhaupt in seine scheiß Klasse reinkommt. Ja. Sah dann halt aber schon auch geil aus. So. Ja. Ist halt die Frage, bei manchen sieht es halt scheiße aus, wenn du so ausgezerrt bist. Bei anderen sieht es halt geil aus. Und wenn ich halt zu ausgezerrt werde, würde ich auch irgendwann sagen, hey, jetzt verbessere ich mich. Jetzt gehe ich mal auf mein Jahr zurück. Die haben immer gesagt, wenn der Rühl 3, 4 Kilo leichter wäre, dann wäre er besser in Form und wird besser aussehen. Das habe ich einmal gemacht und sah aus wie abgefressene Hühnchen. Ja, das hat bei dir nicht gepasst. Aus, wenn du schwerer bist, weil die Haut eben, weil die Haut mehr gespannt ist, weil du aber mehr Volumen hast, etc. Auch dieses Ausgezerrte, ich habe immer nie verstanden, was meinen die damit, aber wenn du wirklich den Athlet siehst und der halt sich runtergehungert hat. Eben, weil du dich runterhungern musst und das ist das, was ich meine. Dann sieht es halt irgendwann auch nicht schön aus. Hat, um sich runterhungern zu müssen, um die Klasse zu erfüllen, dann hat er zwar mehr Gewicht, aber das sieht nicht mehr so gut aus. Spannend auf jeden Fall. Ja. Das sind so die Dinge, die ihr beobachten müsst und dann im Paar entscheiden, wir gehen den Weg oder den Weg.
Du hast ein ganz großes Mitspracherecht bei dem ganzen System. Ja, safe. Deswegen habe ich sie auch direkt angeguckt. Ja. Aber ich sehe es problematisch, weil der einfach zu viel Potenzial hat genetisch. Es gibt ja auch Leute, die können nicht mehr Muskeln aufbauen. Ja? Mhm. Aber das ist ja, wie der funktioniert. Jetzt frage ich aber mal dich, was mich interessieren würde. Ja. Glaubst du, ein Körpertyp wie ich kann überhaupt dort, sage ich mal, unter den wirklichen Freaks mitmischen? So? Das weißt du ja nicht. Wenn du einen Rami siehst, das sind ja so... Ich würde sagen, ich bin sehr ausgeglichen als Athlet, aber das sind ja solche, wie du damals, die an Proportionen, so wie deine Arme und so, da sticht so ein Körperteil extrem raus. Du weißt ja nicht, wenn du es ausprobieren würdest. Ja, aber du müsstest halt sehen, und das ist das eigentliche Problem, wo ich sehe, wieder aus wirtschaftlicher Sicht, du brauchst dann 3-4 Jahre off, um das drauf zu bauen. Ja, das ist das. Und da sehe ich halt, aber deswegen sage ich ja immer, das, was du jetzt machst, ist ja kein Spaß mehr. Ja, klar. Das ist Kommerz. Du verdienst dein Geld damit. Und du hast ein Zeitfenster, in dem du maximalen Erlös erwirtschaften musst. Mhm. Und da musst du dich jetzt fragen, wo ist der meiste Gewinn drin? Mache ich jetzt noch 5-6 Jahre den Sport? Mhm. Oder probiere ich ins Schwergewicht zu kommen? Immer mit der Aussicht, dass es vielleicht nicht funktioniert und du dann nichts hast. Ja? Wie wäre es aber, wenn ich den Sport jetzt ausreize, dann irgendwann sage, hey, da hatten wir ja drüber gesprochen. Ich hole den Doppeltitel. Ja. Nee. Da haben wir drüber gesprochen. Vielleicht ist es aber auch gut zu sagen, da mit 33, 34, jetzt habe ich alles gewonnen, ich höre auf und konzentriere mich auf andere wirtschaftliche Sachen. Mhm. Also ich sehe Bodybuilding wie viele andere, die ich als Sport, für dich ist es aber kein Hobby mehr, sondern Beruf. Und so musst du das Ganze sehen. Das ist dein Beruf. Und da musst du maximal Leistung erfolgen und maximal Geld verdienen. Wo, in welcher Klasse, weißt du allein. Ja. Aber das Schlimme ist, der findet es geil, wenn er das Socke nicht anziehen kann, das sage ich dir. Ja, schon. Ja. 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 Er ist ja auch so ein, ich bin fett, weißt du, ich komme nicht mehr dran. Und, ja, ist schon irgendwie geil. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich überall Krämpfe kriege, den scheiß Muskeln. Und wenn ich meine Zähne putze, siehst du, die waren. Und wenn die Leute dann sagen, ja, heute Morgen waren wir erst eine Runde durch Darmstadt, mitten auf dem Platz, dann vorne sage ich, jetzt geht's nicht mehr. Ich wie so ein Depp dehn meine Waden da und die, was machst du für eine Scheiße? Das find, und ich denke mir, geil. Findest du als Kraus, ne, oder als Umstand für ihn, und der findet es geil. Und das ist das Schlimme daran. Ja, ich finde es jetzt langsam auch geil, wenn die Leute schon sagen, so, oh, jetzt ist aber schon too much. So. Ja, da denke ich mir, Markus Rühl Einkaufsvideo, genau so muss sein. Nee. Das Video ist entstanden damals mit dem Timo, wo ich sage, wir brauchen da was Lustiges. Und das ist so geil. Das T-Shirt haben wir damals aber abgeschnitten, gell? Das hatte ich gar nicht. Ne? Ja, klar, die Hose das und so weiter, ja. Das hat man alles kurz vor dem Einkaufen weggeschnitten. Ne? Nee, so bin ich ja nicht rumgelaufen. Ich bin ja immer so, ich habe mich ja versteckelt, damit mir die Leute. Ja, klar, lassen, das ist so. Also, das war das Maximum, was ich gemacht habe. Mhm. Dann eher noch eine Jacke an, habe geschwitzt, weil ich einfach Distanz wollte. Also, nee, beobachte mich nicht, ich will meine Ruhe. Es denkt man am Anfang immer so, ja, wenn ich so aussehe, dann würde ich ja nur nackt rumlaufen. Nee, im Leben. Aber je mehr du so aussiehst, desto mehr ziehst du dich ja eigentlich an. Du willst ja da Ruhe haben. Das ist auch immer schon so, wenn die sagen, hier beim Dreh, wenn die beim Dreh sagen, jetzt komm mal Tanktop, dass man was sieht, du willst ja da fühlt man sich so nackt. Ja, du trainierst ja nicht, um Aufmerksamkeit zu kriegen, das ist ja dein Beruf. Ja, und das ist irgendwie auch, ist geil, wenn man so im Hoodie oder so im Shirt, im langen Shirt ist und trainiert. Das finde ich geiler als dann ein Trägershirt. Ich schwitze lieber wie im Trägershirt, das aufzumachen. Ja. Ich sage mal so, je mehr jemand drauf hat, je mehr zieht er sich zurück. Ja, das stimmt so. Schon. Auch in der Vorbereitung. Die ganzen kleinen Poser, die immer Trägershirt ansehen müssen, das sind halt die, wo nie auffallen. Ne? Das war so. Egal. Ja, nee, so, jetzt trainieren wir ein bisschen Bizeps. Sieht so aus, ja. Ein bisschen. Warum Bizeps? Weil deiner gut ist und meiner schlecht war. Genau, so ist es. Ich glaube, Markus kann von mir noch viel mehr. Nee, aber ja. Vergesst nicht, ich bin 25 Jahre älter wie du. Ich könnte dein Vater sein. Ne? Also, überleg mal. Ich versuche immer noch mein Bestes. Ne? Ich habe das letzte Mal nach dem Anton-Video, muss ich zugeben, da haben viele geschrieben, ey, Rühl hält mit, super. Ich bin abends fix und fertig gewesen. Ja, mir hat alles wehgetan. Ich habe es vorhin auch erst gesagt, der hat aber noch mitgehalten. Ne? Ja, Hund, ich war abends fix und alle. Ja. Ich meine, jetzt trainiere ich mit Leuten, die voll im Saft stehen. Ne? Mit 3 Gramm Kreatin, 20 Jahre, 25 Jahre jünger sind wie ich. Und trotzdem. Und ich versuche trotzdem die Gewichte zu schießen wie die. Und muss mal aufpassen, dass ich mir nicht weh tue. Und dass ich abends noch meine Tochter die Treppe hochtragen kann. Ja, das, ich habe gestern auch geschrieben, so, hey, alt werden und trainieren ist echt beschissen. Ja, ja, das dachte stimmt. Ich mir auch so, ja. Da musst du Spaß haben mit mir. Wenn du, wenn du mal weißt, was du konntest, und wenn du dann siehst, wie du körperlich trotzdem nachlässt, ne? Obwohl du ja immer im Training bist,
das ist, du kämpfst da gegen Windmühle, du verlierst. Ne? Ich finde es aber krass, dass du es immer noch dabei bist. So, mein Vater war ja auch Gewichtheber und der hat genau dasselbe gesagt. So, ja, irgendwann machst du nicht die Leistung und dann brechen halt viele weg. Ja, aber es macht trotzdem Spaß, es ist sehr schön. Ja, ist cool. So ein Kampf halt auch im Alter, du musst halt einen anderen Kampf dann kämpfen, dann nicht mehr gegen, du machst es ja jetzt für Leistung und für das, was du zeigen musst auf der Bühne, für wo ist mein Ziel, ja. Ich trainiere immer weniger, ja. Freibad. Ich kann auch nicht. Zum Pommesbude. Ja, machst du ja auch nicht. Geht's darüber. Na, jetzt gehst du ins Freibad. Das ist der Wille. Ja. Nee, hast du auch keinen Bock drauf. Eigentlich machst du das ja für wen? Für mich. Ach, für dich selber, weil du immer noch drauf geil bist. Und meine Frau ist scheißegal. Ja. Und meine Tochter sagt immer nur, warum bist du so dick? Ja. Für wen mache ich das? Für mich. Ja. So, jetzt so starten wir. So sieht's aus. Nee, kurz um. Training, genau. Mal, ne? Alles klar. Bis gleich. Markus Röhl. So, ein paar Cola ERA. Muss alles probieren, was an Doping legal ist heute. Damit ich dann den Arsch verhauen. Ich glaube, alles. Ich glaube, der macht mich fertig. Schon so ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst habe ich. Ich habe gesagt, wenn du noch eine Schwäche hast, dann sind es die Arme. Trifft dich ja gut. Deswegen. War so ein Tipp, dass wir ja gesagt haben, Mama Arme. Ja. Ich sagte, ja, okay, weil ich mal einen ganz guten Bizeps hatte. Ja, war ganz okay. Gerade so. Also manchmal wundere ich mich, ich habe gestern wieder ein Video hochgeladen. Das war schon ganz gut, ne? Alter. Ja. Was mich ja, du musst dir vorstellen, 13-jähriger Bub, Urs sitzt vom PC, halbe Stunde. Überleg da mal 13, ne? Halbe Stunde durfte ich immer am Tag einen Computer, was gucke ich an? 2002 Night of Champions, ja. Markus Röhl. Du machst die hier, einfach dein Bizeps. Ja, ja. Der war gut gewesen. Ist aber wenn du mich jetzt fragst, warum, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum der gut war. Warum war der Trizeps schlecht? Ich glaube einfach, der Bizeps war verdammt. Der war so gut, dass der Trizeps. War der Trizeps schlecht? Der Trizeps war nicht schlecht. Das habe ich auch schon. Die Schultern und der Bizeps waren so extrem dominant. Ja, du hast auch beim Anfang gesagt, wenn die Schultern halt so sind, sehen die Arme immer dünn aus. Wenn du dann halt auch noch so einen Bizeps hast, dann was soll mit dem Bizeps? Ich kann ja auch gar nicht mehr in die Streckung gehen, richtig. Mein Bizeps war ja immer so. Ne? Ja, wenn ich in die Streckung wollte, ist meine Schulter nach hinten rotiert. Ich konnte es ja gar nicht mehr strecken, weil das so kurz war. Deswegen. Ich war mal beim Physio, die wollten mir den Bizeps lang wieder dehnen, der hat mir das Ding fast abgerissen. Also ich sagte, oft, das wird nichts mehr. Und außerdem. Die Behinderung habe ich mir antrainiert. Das ist vorbei. Aber dafür, hey, ganz ehrlich, wenn man solche, so einen Bizepskopf hat, scheiß auf den Trizeps. Aber wir gucken, dass er beides. Genau, dass ich halt beides entlocken mache. Willst du die Übungen raussuchen oder darfst du machen, was du willst? Ich folge. Das darf ich eigentlich anders tun. Na gut, dann machen wir weiter. Also, ich mache es normalerweise immer so, das kann man gerne machen oder auch nicht. Ich habe früher und auch heute immer im Sechser-Split trainiert. Mhm. Na, also heute ein bisschen weniger, weil ich einfach zu alt bin. Fünfmal die Woche lang, weil ich noch was anderes zu tun habe. Ja, klar. Früher habe ich immer Bizeps-Einzel gemacht, Trizeps-Einzel. Also an einem Tag nur Bizep, an einem Tag nur Trizeps. Ich habe das alles aufgeteilt. Mhm. Heute mache ich es mittlerweile im Supersatz. Das heißt Bizeps-Satz, Trizeps-Satz. Ja. Na? Oder sogar eine jede Wiederholung halt immer dann. Ne? Also ich mixe das immer durcheinander. Das können wir gerne machen, wenn du willst. So mache ich es auch. Ja? Ich habe einen Abendtag, wo ich Bizeps, Trizeps, ja, also und einen, wo ich halt Trizeps und dann Bizeps. Ja, machst du doppelt dann. Ich habe es immer nur an einem Tag die Woche gemacht. Hat mir auch gelangt, aber ich habe dann halt 90 Minuten Bizeps trainiert. Mhm. Ja, also ich habe genauso viel Volumen meinem Bizepsmuskel gewidmet, wie im Rücken zum Beispiel. Ja. Also ich habe da nie einen Unterschied gemacht. Der ist größer, der ist kleiner. Für mich war immer die Philosophie, der braucht genauso viel Aufmerksamkeit, ob das Zimmer groß oder klein ist, muss auch dabei. Das denke ich mir auch. So ähnlich mache ich es auch. Also lass uns Bizeps machen, Trizeps immer Supersets. Ja. Na? Dann können wir sie mal herstellen. Dann haben wir unser Cardio heute auch schon richtig. Ja, das ist das Schöne, dass wir hier haben jetzt früh, weil das Studio ist jetzt leer, da können wir ganz gut hantieren. Kannst du vergessen. Und der frühere Markus Rühr hätte wahrscheinlich auch nicht zugelassen, dass der zwischendurch an sein Gerät geht. Ja, das hat sich keiner getraut. Ne? Sagen wir es mal so, das war früher anders noch. Sätze mache ich immer so 4 bis 5 pro Übung und die Wiederholung erzähle ich nicht. Das ist mir scheißegal. Das hört sich gut an.
Früher hast du die einzeln machen müssen, oder? Weil du da ganz drauf gepasst hast. Ich bin meistens mit der Ellbogen halt weg. Ja, so, Mann. Ich habe zum Schluss eine Squatbank gehabt, wo Nerve Polster hatte. Das ist eh geil. Warum bauen die das nicht mehr? Weil es Blödsinn. Ich weiß, wie oft ich das schon gesagt habe. Grüße an Hammerstring. Verdammt nochmal. Bau da mal Maschinen für Bodybuilder, wo du Nerven Aufsatz hast. Das wäre für jeden perfekt. Ja. Verstellbare Kissen. Ja, die Ellbogen hauen immer ab. Und schon wäre das alles problemlos. Ne? Wollen wir die Übung fertig machen und dann wechseln? Sag du an. Na komm, Mama, mach mal. Mach mal. Ja. Sonst laufen wir zu viel. Einer zu machen. Machst du richtig schwer, oder? Ja. Ja? Ich nicht. Ich hab Angst. Also ich mach so 40, 50 mehr manchen. Ja. Früher konnte ich mal 80, 90, aber... Ich weiß es. Ja, da hatte ich auch noch volles Haar, was. Das hast du immer noch gut. Na, gut auf dem Rücken, ja. Ja, aber jetzt mal. Ein Gläser zu der Frau Botthoff habe ich noch vor. Ja. Ja? Wollte gerade sagen. Denn Matze sieht aus wie so ein alter Franzeteppich. Ja. Den sehe ich jedes Wochenende zur Zeit. Ich weiß ja nicht, wie du das aushältst. Spaß. Ja, jetzt wird er glaube ich am Samstag, ne? Ja. Gehen wir hoch und halten fest. Nur fixieren. Nur halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Komm, Ellenbogen zusammen. 4, 3, 2, 1 und langsam weg. Sehr gut so. Jawohl. Genau. Kleine Haltespaß, die ist bei der Squatbank. Ist brutal. Ist gut, ja. Ja, ja. Das kannst du frei natürlich nicht machen, weil dann die Schultern übernimmt, aber da hier die Schulter weg ist. Weil beim Bizeps sehen wir so eine Sache. Ja, das wäre ja. Ne? Ich will mal ran, ey. Ich will noch einen besseren Peak in meiner Aktivität. Auf geht's. Das ist nur Synthol. Das wie die Leute immer gesagt haben, ne? Immer ganz easy. So. Ein bisschen alles reingespritzt, fertig. Ja. Haben Sie ja recht. Ich habe nie was getrunken, ich habe nur gespritzt. Ja. Hm? Auf. Jawohl. Komm. Ja. Kämpf. Auf geht's. Scheiße. Komm. Oh, brennt. Du musst auch mitzählen. Er kann ja nur bis 3 zählen, obwohl du wieder sagst, nee, du hast. Deswegen brauchst du eigentlich einen Trainingspartner, der zählt. Das ist eigentlich ein Problem. Trainieren kannst du allein. Ja, das schon. Letztens auch mal zu ihr gesagt, wie oft zählt man eigentlich im Training immer bis 10? Wie oft hast du dein Leben schon bis 10 gezählt? 4 Sätze, du zählst jedes Mal. Aber eigentlich, du 8, 10, du gehst an die Grenze, ob das 12 ist. Ja, eigentlich schon. Warum zählst du eigentlich mit? Ich frage mich, weil du halt weißt, okay, du machst 140 Schulterdrücken. Das ist eine geistige Motivation. Das ist eine geistige Motivation. Stell dir vor, die Zahl wäre nicht bei 8, sondern bei 3. Ja. Du willst bei 3 aufhören? Ja. Oder bei 4? Stimmt schon. So gehst du schon. Also du gehst ja ganz anders in die Voraussetzung rein, wenn du sagst, okay, 12. Ja. Deswegen, also diese Grundübung ist schon wichtig, dass du weißt, okay, was habe ich die Woche davor gemacht? Kniebeugen, ja, ja. 250. Na klar. Dann mache ich jetzt 270. Ja, ja. So. Es ist nicht immer machbar, aber du sollst immer die Grenze gehen. Genau, ja. Du willst dich ja steigern. Ja, ja. So, auf 8 bis 10. Okay. Aber ja, komm. 2. 3. Auf, komm. Auf, komm. 4. 5. Komm. Auf. 6. Komm. 7, komm, 8, komm, auf, 9, 1, komm, letzter, 10 hoch und fixieren, 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1, nicht nachlassen, komm, und langsam weg. Und es war sehr gut.
genauso. Schön geil mit dem Halten rum. Das traut man sich da nie zu machen, weil das macht sonst keiner. Mach ruhig, ja. Das ist schon gut. Aber siehst du, ne, wenn du mal in die Statik reingehst vom Muskel, was der dann ballert. Ja. Das kannst du halt nur so machen, wo du Winkel hast. Das heißt, wenn du da Winkel verschiebst, dann kannst du das machen. Frei geht's nicht, weil dann wird sie die Schulter irgendwann wegziehen. Ja. Ja? Dann wird es nicht funktionieren. Hm? Auf geht's, komm. Aber schieb durch die Scheiße. Komm. Ja. Weiter geht's. Auf, Markus. Geht schon. Komm. Und noch zwei. Ja. Und hoch. Jawohl. Ja. Mehr. Komm, halt. Hoch da. Halt die Scheiße. Komm. Komm. Drei. Zwei. Eins. Ja. Geil. So. Oh, brennt die Sau. Noch eine, oder? Mach mich. Du musst gehen, Dunse. Ja. Scheiße, das wachsen. Ja. Siehst du, wenn ich jetzt sage, du sollst halten, was machst du jetzt? Soll ich es euch auf schwer zu machen? Ja. Und das ist das Problem. Wie soll dein Training der Zukunft aussehen? Mhm. Eigentlich müsst ihr jetzt schon anfangen, damit du zu schnell hoch bist. Ja, aber ich kann das nicht. Das ist ehrlich. Ja. Deswegen auch alle 14 Tage Beine, weil ich könnte jetzt auch alle 7 machen und dann die Hälfte vom Volumen so. Aber die Frage ist, ich will mich voll wegknallen. Das würdest du den Muskelaufbau jetzt reduzieren? Glaube ich nicht. Ja, nee, bei Tom Platz war es dasselbe. Der hat irgendwann nur alle 4 Wochen Beine gemacht und wie scheiße aussah. Und er wächst trotzdem. Ja. Weil du so viel Wachstumshormon ausschüttest, egal was du machst, dass der Muskel trotzdem wächst. Okay. Auf geht's. Da kommt CrossFit im Fernsehen, Alter, das wollen wir sehen. Ja, genau. Huh. Au. Oh, ja. So, auf. Komm. 3, weiter. Auf. 4. Weiter. 5. Ab. Ab. Einer. Komm noch mehr. 6. Komm. Gipo. Gipo. Und fixieren. Halten. 5. 4. Auf. 3. Komm. 2. Einer und langsam weg. Ja. Das sind. Sehr gut. Ich benutze ja auch die Ego-Gewichtsscheiben, das aussieht, als würde ich auch viel machen. Das sind nur die Zehner. Ach ja, nee, die Zehner sind auch besser. Nee, die sind auch besser, weil. Die 20er klappern hier immer so. Das nervt mich. Da hast du so ein scheiß Winkel. Das nervt mich die ganze Zeit. Was machen wir so schwer? Ja, komm, dann machen wir einer. Auf geht's. Einer geht. Alles oder nix. Ja. Komm auf, ich bin da. Ja. Ab geht's, komm jetzt. Hau weg die Scheiße. 2. Weiter geht's. 3, jawohl. Komm. Komm. Dominier das Gewicht. Auf. Jetzt zählen sie. Komm. Das sind die wichtigen. Auf. Noch 2. Komm hoch. Ich bin da, Markus. Komm jetzt. Hoch. Halt. Halt, halt, halt. 3. 2. Gegen die Scheiße. Komm. Und runter. So. Also gehen wir noch. Und das sagen mir Leute manchmal, ich krieg keinen Pump im Bizeps. Ja. Ich sag weh. Ja, aber ich muss sagen, ich hab's auch lange nicht verstanden. Bis du halt mal diese Muskulatur hast und dann bläst das Ding auf. Deswegen, ich habe auch mal ein Video von dir gesehen, dass du Schultern trainierst. Hast du gesagt, ich muss anfangen mit der hinteren, weil sonst schaffe ich die Übung nicht. Ich muss das liegen. Genau. Ja, ja. Das sind alles so Behinderungen, wo du kriegst, wo du dann einen Ablauf oder Übung nicht mehr machen kannst. Du kannst es nicht machen, weil es von dem Winkel der mehr passt. Mit normalen Kniebeugen anfangen oder so, dann ist der untere Rücken voll und da kannst du keine Beinpresse mehr machen. Also, 1, 2, 3, 4. Auf Reduktion immer 6 Wiederholungen. Zieh sie sauber, langsam. Ja? Okay. Wenn der Chef das sagt, das macht. Auf. 1. 2. Jawohl, langsamer. Komm, langsamer. 3. Das sind. 4. Auf.
Komm. 5. 6. Oben hoch. Und weiter. Komm. Hopp. 1. 2. 3. Komm. 4. Auf. 5. Weiter. 6. Komm. Hoch. Hopp. Weiter. Komm. 1. 2. 3. Komm. 4. 5. Einer. Und das war's. Und weg. Sauber. Sehr gut. Genau so. Wie dick ist dein Arm jetzt? 50. Wird dicker aus. Aber der sieht dicker aus, als er ist. Ja. Also in Zentimetern. Okay. Ich habe letztens 60. Ich hatte 58 im Wettkampf. 58er Wettkampf. Ich hatte meinen letzten Maßanzug machen lassen, den ich da anhat bei der Hessenmeisterschaft. Und hat er gemessen im entspannten Zustand bei der Arm 51 und angemessen 54. Also wenn ich in die offene gehe, muss Markus nochmal in die Classic. Wenn ich nicht so ein alter verhessener Hund wäre, ja. Ja, wenn die Hautstruktur und alles mitmachen würde, dann würde das halt echt gehen. Das ist mein größtes Problem, die Haut. Ne? Das habe ich beim Dennis, beim Wolf habe ich das auch gesagt. Weißt du, das ist das, was im Alter dann kommt. Ne? Ja. Es wird muskulär, wird es ja noch gehen, aber ja. Es wird von der Haut einfach... Die Elastizität, die Spannkraft der Haut lässt einfach nach und du kannst da nichts machen. Ne, das hatte ich vor 4-5 Jahren noch nicht. Ja. Das ist aber die Haut, die Elastizität. Und das hast du dann, am Bauch geht's noch, aber dann am Rücken dahin ein bisschen oder da am Bein. Siehst du ja auch, ne? Bei den ganzen Masters, die haben geile Muskelqualität. Aber wenn die da hinten... Ach, Katastrophen, oder Fallen. Ja. Das wäre so, immer, alles hat seine Zeit, im Bodybuilding sowieso. Ne? Du siehst ja auch kein Topmodel mit 50, ne? Weil die aussieht wie so ein alter Hautlappe. Ja. Und wie gesagt, Leistungssport ist eine Tugend der Jugend, das sage ich immer wieder. Ja. Da muss man aber jung sein, ne? Um top auszusehen und nicht so ein alter, verrobten Hund. Das ist einfach so. So zwei hübschen Hammer, das wird mir hier. Auch Augentraining. Weiß nicht, ne? Apfel. Das ist manchmal schade, dass einfach die Haut nachlässt. Das glaube ich so. Das ist so mit das Schlimmste, nicht mal die Muskeln. Ja, es ist einfach die Haut. Wo. Naja, egal. Sonst geht er. Das ist der Desta, ne? Das hat ein älterer Athlet nicht mehr. Das ist böse. Ich meine, das haben auch viele Junge nicht, aber davon abgesehen. Ach, wie geil wäre eigentlich die Fusion jetzt aus deiner Birne und meinem Körper. Die Genetik, aus beiden zusammengebaut, wie so ein Spider-Man. Ja, ja, ich glaube, wir machen noch Scherze drüber in 2 Jahren. Vielleicht gibt es das. Kommt da ein Chinese um die Ecke, dann läuft das schon. Ja, wenn Männer Kinder kriegen könnte, würde man eins machen, ne? Nur mal zu gucken, was bei rauskommt. Ja. Das Schöne war, ich war am Trizeps stärker wie im Bizeps, ne? Ja. Obwohl er so eigentlich optisch schwächer war. Ne? Da würdest du sagen, Kraft ist ja nicht gleich Masse. Gell? Also, da müssen wir ja sagen, du hast die krassesten Beine im ganzen deutschen Bodybuilding. Das habe ich immer gedacht, habe meine Arme voll schwer trainiert, aber jetzt, wo ich sie leichter angefangen habe zu trainieren, viel besser gewachsen. Gerade der Bizeps. Meine Beine sind am besten gewandt, wo ich viel strecker gemacht habe. Ja. Wo ich viel Isolation gebaut habe. Ne? Da sind die Beine nochmal extrem gekommen. Das ist 300 Kilo bei Kniebeuge, aber da waren die Scheiße, dann hast du ein bisschen Beinpresse gemacht, ein bisschen gewachsen. Jawohl. Ich würde auch nicht immer sagen, so und so ist das Beste. Nee, nee. Du musst sehen, was dein ist. Das verändert sich vor allem auch so. Absolut. Ja. Absolut. Jawohl. Das ist immer Streif im Trizep, ne? Ansatzweise von. Ja. Thank you.
aber gut. Meinst du, der Chris Bumstead scheißt sich in die Hose vor dir? Gute Frage. Ja, schon, oder? Ich weiß nicht. Man sagt das ja da nie so, aber... Ja, was schätzt ihr jetzt als Athlet oder als Konkurrent? Also Respekt halt, ja, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und wir verstehen uns auch gut. Also, ja, der ist super drauf, aber ich glaube... Halt, sehr netter Mensch, ja, ja, absolut. So ein Druck, der da auf einem lastet. Oh ja, das musst du erst mal können, ja. Olympia, wann ist eins? Olympia, bleibe ist zwei. Mhm. Vor allem jedes Jahr, dann wiederholen. Dann wiederholen. Ja. Schub. Druck. Okay. Alter. Naja, das ist schon. Ja, das ist immer das Ding. Die psychische Belastung darf man nicht unterschätzen. Ja. Jetzt hast du ja auch schon durch. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so. Was ist dein nächster Olympia? Was erwartet jeder? Ja, natürlich besser. Mindestens Top 3. Top 3, ja. Ja. Das ist schon. Sonst hast du aber vorher Dünnschiss. Ja. Und dann? Ja, dann im Endeffekt richtig sauer auf mich wäre ich, wenn ich wüsste, okay, ich habe die Vorbereitung, ich hätte mehr machen können. Ja. Wenn ich jetzt Dünnschiss kriege, weil ich irgendeinen Huhn gefressen habe. Aber, glaub mir's, dann bist du schon abgefuckt. Aber du stehst auf der Bühne, machst dann deine Platzierung, die du halt kriegst, was halt an dem Tag machbar ist. Ja. Und die Laut haue sich in die Luft kaputt. Ja. Und das ist das Böse daran. Weil keiner hat Verständnis für das, was menschlich sein kann. Mhm. Und die Menschlichkeit zählt im Leistungssport. Ja. Weil du bist eine Maschine. Ja, klar. Ja? Du wirst nicht krank. Ja. Du hast keinen Ständer, du kriegst nichts, du hast nur Training. Ja? Nichts anderes. Ja, stimmt schon so. Letztens habe ich auch mal einen Kommentar gelesen. Ja, hat einer gefragt, ob ich irgendwo noch dieses Jahr feiern gehe, weil ich gehe ab und zu mit der Lüscher schon mal weg. Ja, ja, klar. Und dann schreibt einer, nein, der konzentriert sich jetzt auf Olympia. Ja, nicht so ab und zu, ja, ich habe jetzt keinen Spaß mehr im Leben. Das stimmt. Und das ist so, okay, nein, was denken die Leute, dass ich, weil du damit, dass ich hier lebe im Studio? Ja, aber weil du damit eine Geschichte kaputt machst, wo sich die anderen so zurechtbauen. Ja. Du gehst ja, du bist ja auch nur im Studio, lebst ja auch hier. Ja. Jawohl, komm. Auf. Komm. Weiter, komm, was auf. Ab. Auf. Zwei. Anna. Ab. Und weg, kurz auf. Sauber. Jawohl. Sehr gut. Stark. Sehr stark. Ja, der muss wachsen, Alter. Der Bumps wird jetzt ein wenig. Genau, das ist auch bei 12, Alter. Nee, bei 10 hätte er aufgehört. Das ist halt schon geil. Das ist die andere Seite vom Druck. Ja. Macht mich da noch irgendwie. Ja, du willst ja hoch. Ja, ja, das macht geil. Der, wo oben steht, muss nichts machen. Komm. Ja. Schieb rein, jawohl. Komm. Hier, Luftpumpe. Auf. Ja. Ja. Gut. Bizeps. Ja. Machen wir mal Übungen im Liegen. Ja. Ja. Im Liegen. Und dann machen wir es dazu. Habe ich so einen Trainingsplan, den ich mir aufschreibe. Und wenn ich mir dann schreibe Armtraining, schätze, wie schreibe ich die Übungen immer in den Plan rein? Rühr Bizeps am Kabel. Ja. So heißt die Übung offiziell für mich. Genau so steht es im Plan. Ich habe mir auch wirklich mal Bizeps am Kabel erlaubt, dass diese Übung nach mir irgendwie mal. Ich glaube, ich habe die erfunden. Ruf den Patent an, weil dann sofort. Ja, ja. Ja. Das sind die Rühlcurls. Ja, ja. Rühlbizeps am Kabel. Weil ich habe die da danach oft beim Dexter gesehen oder bei anderen Athleten, aber was du dir hier nochmal original ist, original sind sie ja so, gell? Wenn sie schwerer sind, mal so hoch, damit sie hochziehst. Ja. Weil das ist schon geil, du kannst ein bisschen mit dem Schwung wenn hier arbeiten. Wenn es schwerer auch, ist, genau. Wie jetzt hast du auch bei der Peak Night. Jawohl. Auf geht's. Sehr gut.
Auf. Auf ins Feuer, komm. Jawohl. Ab. Auf. Komm, drei. Einer, auf Feuer, ab. Auf, schieb, jawohl. Komm. Sehr gut. Aber. Gut so. Jawohl. Boah, die ist so geil. Ja, ich finde, das wird die beste. So geil. Also, im Peak spiele ich bei vielleicht der, der weißt du, hinterm Kopf und der. Mit dem Rotatormatschitten so wie getan, weil ja, gut, wenn ich in Schwung bin, ne? So behindert war. So behindert, dass ja. Er da nicht mehr geht, aber ja. Aktuell geht's noch. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's hier wieder, bei mir noch. Jetzt geht's, irgendwann geht's wieder, das ist das Problem. Okay. Aber. Ja. Ja. Ja, jetzt rein. Komm. Nur Kopf drauf. Geht noch weiter. Komm. Schön gesteckt, oder? Ja, ja. Ah, Feuer. Ja, Mann. Komm. So, jawohl. Sehr gut, komm. Ab, vier. Fünf, komm. Sieben, ab, weiter. Auf. Ab, weiter. Auf! Komm, 4 Uhr ist auf. 3. 2. 1. Letzter. Komm! Jib! Halte! Halte, komm, halte! Langsam weg! Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Ja, die ist schon. Die ist schon was Geiles. Auf. Eins. Jawohl. Zwei. Komm. Jawohl. Ja. Komm jetzt. Ja. Von Leiner. Auf geht schon. Komm. Auf. Deine Übung. Komm jetzt. Zeig mal. Weiter. Komm, Markus. Auf. Drei. Drei noch. Komm. Ich bin da. Auf. Oh. Ja, jetzt brennt's. Schon. Gut. Jetzt steht hier kurz den ganzen Stapel. Jetzt brennt er. Ja. Machst du halt. Machst du halt. Was trinkst du? Ich trinke. Von der Firma Fayou. Ne? Moin. Manche denken auf Fitel. Fitel? Ja, wenn ich. Ja, weißt du so. Sind noch V, die aus ihren Besucher kommen. Ja, das ist genau dasselbe Zeichen. Ne? So liegt es immer. V. Ja. Ja, und, nee, guck mal. Das ist ganz witzig. Bayou, du willst Bestes. Also, es gibt Leute, mit denen mache ich das sehr, sehr gerne. Habe ich auch nichts dagegen, wenn die auf unserem Kanal und wir auf eurem Kanal ein bisschen Werbung machen. Letztendlich ist es so. Alles gut, alles drin. Willst Bestes ist besser. Das wäre ja auch Bestes, ne? Ja, ja. Nee, alles gut. Was? Nee, ich wünsche dir alles Gute und ich finde, egal wer, ich finde es immer gut, wenn eine Firma Athleten sponsert. Markus Röhl. Ich stelle jetzt die Hypothese auf. Markus, Hypothese.